So, Freunde, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder hier am Start seid, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel Spannendes in meinem Leben zu berichten habe, zumindest auch was Jura angeht. Aber ich hoffe, dass euch die Vlogs und weiteren Videos natürlich trotzdem gefallen werden. Und falls ihr irgendwelche besonderen Wünsche habt, dann könnt ihr sie sehr gerne in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich auch immer drüber. Ich befinde mich jetzt an meinem Schminktisch. Wahrscheinlich wisst ihr das auch schon. Und wir haben jetzt 12:30 am Montag, den 7. März. Ich war ja heute Morgen schon richtig sportlich. Ich war im Fitti. Das ist auch so Live-Update numero uno. Und zwar, ja, habe ich mich im Fitti angemeldet. Ich gehe da mit meinem Papa zusammen hin. Der ist jetzt schon, keine Ahnung, 2 Jahre oder so angemeldet und hat mich immer wieder so ein bisschen, ja, gestichelt, dass ich mitkommen soll und dass es so Spaß macht und pipapo. Und jetzt hat er mich dazu bekommen, jetzt hat er mich überredet. Und ich habe aber auch richtig Bock, muss ich sagen. Also ich habe mich ja in den letzten Wochen so wenig bewegt, weil ich dann irgendwie nur noch so in diesem Examensfilm drin war. Und ja, ich weiß nicht, Sport war dann irgendwie gar nicht mehr so auf meiner Liste. Und das ist natürlich sehr schlecht, weil Bewegung ist natürlich ziemlich, ziemlich wichtig. Und ich habe einfach auch gemerkt, wie sehr so mein Rücken, mein Nacken, meine Schulter darunter gelitten haben, dass ich halt so viel gesessen habe. Und ich habe halt auch ein Hohlkreuz und sitze aber häufig am Schreibtisch so verkrümmt. Deswegen ist das alles so ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich gedacht, okay, komm, jetzt ziehst du es durch, jetzt machst du es, jetzt gehst du dahin. Und ich war jetzt letzte Woche habe ich angefangen, letzte Woche war ich 3-mal. Das möchte ich auch so, dass das meine Routine wird, und zwar Montag, Mittwoch, Freitag. Also wie gesagt, letzte Woche war ich 3-mal und heute war ich dann wieder. Und heute haben wir meinen Trainingsplan erstellt und da habe ich dann auch ein paar neue Geräte ausprobiert, kennengelernt. Und ja, jetzt kriege ich dann am Mittwoch meinen Trainingsplan und ich wurde heute echt gut fertig gemacht. Also hat richtig, richtig reingeballert, aber es war auch mega gut. Also der Trainer war sehr motivierend und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und es hat tatsächlich auch so meinen Ehrgeiz geweckt. Habe ich eigentlich normalerweise nicht so. Gerade bei Sport bin ich nicht so ambitioniert und ehrgeizig. Aber das war heute wirklich richtig gut. Jetzt schmeiße ich meine ganze Schminke um. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob das was ist. Ob das was ist, was euch auch interessiert, also ob ich euch da auch immer mal so ein bisschen erzählen soll, wenn ich irgendwie Fortschritte mache oder auch, ja, was die Ernährung angeht, wie ich das mache, dann mit veganer Ernährung, proteinreich und so weiter. Also ja, falls ihr da irgendwie Wünsche habt, dann lasst es mich gerne wissen. Wie gesagt, ich bin natürlich überhaupt neu auf diesem Gebiet, was jetzt mit Fitnessstudio und so zu tun hat. Deswegen kann ich da absolut keine Pro-Tipps geben. Aber ja, wie gesagt, falls euch da einfach das so ein bisschen interessiert, wie meine Entwicklung da ist, dann könnt ihr mir das einfach sehr gerne sagen und dann kann ich euch da ja auch immer mal ein Update geben. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich nicht so viel Neues, nicht so viel Spannendes. Ich mache mich auch gerade fertig für die Arbeit, weil ich heute wieder von 14 bis 20 Uhr arbeiten muss, morgen übrigens auch. Deswegen sind heute und morgen nicht so lange Vlogging-Tage für mich, aber ich dachte, ich nehme euch trotzdem einfach mit und ja, zeige euch ein bisschen was, erzähle euch ein bisschen was. Und ich habe übrigens auch ein paar Klamotten bestellt. Ich habe schon sehr, sehr lange keine Klamotten mehr gekauft. Aber jetzt hatte ich irgendwie Lust. Und vor allen Dingen brauche ich halt auch noch ein paar Sportsachen, weil ich da nicht so gut ausgestattet bin. Ich habe zum Beispiel auch nur 2 Sport-BHs. Und das ist ein bisschen wenig. Auch da, meine lieben Freunde, falls ihr da irgendwelche Empfehlungen habt, könnt ihr mir sehr gerne mal Shops und so weiter schreiben. Oder Marken, die ihr gut findet, die mich jetzt nicht direkt pleite machen würden. Das würde mich sehr interessieren. Und ich hoffe, dass euch dieser Weekly-Vlog gefallen wird. Ich mache mich jetzt, wie gesagt, fertig für die Arbeit. Und dann würde ich sagen, melde ich mich wahrscheinlich morgen wieder. Dann können wir vielleicht morgen schon ein Unboxing machen. Wäre natürlich sehr cool, bevor ich dann morgen auch wieder auf die Arbeit muss. Aber ja. Ich hoffe einfach, dass euch mein Alltag so ein bisschen interessiert und dass das nicht so langweilig ist. Gerade stelle ich es mir nämlich ein bisschen langweilig vor. Aber gut, wir werden sehen, was die Woche so bringt. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei dem Vlog. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also bis morgen. Hallöchen, es ist mal wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben tatsächlich jetzt schon Mittwoch und auch schon 16:30. Ja, es gelingt mir aktuell nicht so gut, wirklich richtig mitzuvloggen. Ich vergesse das auch ein bisschen, muss ich sagen. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich bin gerade nicht so gewöhnt zu vloggen. Was total
weird ist, weil ich die letzten Wochen total viel gevloggt habe. Aber egal. Ja, ich hatte am Montag dann ja aufgehört zu vloggen und war dann ja arbeiten. Und abends ist dann Timo spontan zu mir gekommen und hat bei mir geschlafen. Deswegen habe ich den Dienstag auch nicht mitgevloggt, weil ja, dann haben wir den Vormittag noch zusammen verbracht und danach war ich ja arbeiten. Und heute ist dann Mittwoch und ich habe tatsächlich dann von Dienstag auf Mittwoch bei Timo geschlafen und war dann heute Morgen direkt im Fitti. Und ich bin da nicht so confident mit, was Vloggen im Fitti angeht. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch gemerkt. Am Montag habe ich ja auch nicht wirklich mitgevloggt. Aber ja gut, da wurde auch mein Trainingsplan erstellt. Da wäre es vielleicht auch ein bisschen blöd gewesen, wenn ich die ganze Zeit zu dem Trainer gesagt hätte, Wasche, ich muss hier erst noch mal eine kleine Filmsequenz filmen. Und ja, aber ich war heute Morgen im Fitti. Ich hatte des Todes Muskelkater. Jetzt mittlerweile geht es wieder ein bisschen, aber ich merke, dass sobald ich mal lange gesessen habe oder auch in meinem Bett gelegen habe und dann aufstehe, tot. Ja, dann war ich zu Hause, habe gefrühstückt, war duschen, habe ein bisschen aufgeräumt, habe dann tatsächlich auch schon zwei Pakete wieder weggebracht, und zwar das von Aces und das von About You. Die sind beide am Montag noch gekommen und ich habe die dann gestern auch aufgepackt und war ehrlich gesagt einfach nur deprimiert, weil super viel war irgendwie nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, sowohl von der Qualität her als auch wie es dann in Wirklichkeit aussah, und viele Dinge haben mir auch nicht gepasst. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich zum Beispiel, ich bin ja relativ groß. Ich bin 1,75 Meter. Viele denken irgendwie, ich wäre recht klein, aber ich bin recht groß und ich hasse Sachen, also Oberteile, die gecroppt sind. Ich mag das überhaupt nicht. Es ist ja auch wirklich total Geschmackssache und es ist auch für mich okay, dass andere das mögen. Aber ich hasse es, dass es irgendwie gefühlt nur noch Oberteile gibt, die gecroppt sind. Sogar wenn ich bei der Large-Abteilung gucke, also für ja große Menschen gucke, dann sind die Teile mir tatsächlich oftmals trotzdem zu kurz. Und dann bestelle ich die Sachen halt irgendwie in XL und mit der Hoffnung, dass es dann ein bisschen länger ist. Aber dann gehen die Sachen nur in die Breite und nicht in die Länge. Und dann sieht es aus, als hätte man irgendwie so einen Sack an. Und das hatte ich jetzt bei drei Pullis, die ich bei Aces bestellt hatte. Und es sah wirklich, also die waren von der Farbe schön, vom Material schön, die waren gerade im Sale, weil ja jetzt eigentlich der Frühling kommt und man jetzt nicht mehr solche Pullis kauft, aber die waren wirklich gefühlt so kurz und so breit und es sah wirklich einfach nur scheiße aus. Und deswegen habe ich dann die wieder fertig gemacht, habe die heute weggebracht. Ich habe bei Aces tatsächlich einen Sport-BH behalten. Die anderen Sachen haben mir alle nicht gefallen, sowohl die Sport-BHs als auch Leggings. Die waren irgendwie alle durchsichtig. Aber, meine lieben Freunde, bevor ich mich jetzt hier wieder zu Tode verquatsche, habe ich ein drittes Paket, was ich mit euch jetzt zusammen aufmachen werde. Ich habe es noch nicht geöffnet, obwohl das auch schon seit gestern da ist und ich musste mich echt beherrschen. Das ist nämlich ein Paket von The New Company und von denen habe ich euch ja jetzt schon öfter erzählt und euch auch Produkte vorgestellt, vor allen Dingen diese Riegel, die ich ja wirklich abgöttisch liebe, also Raspberry Crisp, nach wie vor mein Favorit. Aber ich wollte an der Stelle ganz kurz euch darauf hinweisen, dass es gerade drei neue Sachen zu beachten gibt, sage ich mal so. Und zwar erstens, ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich das auch gut sage. Genau, jetzt sind die Ostersachen wieder draußen. Also es gibt jetzt wieder vegane Osterhasen zu kaufen. Und ich hatte die ja tatsächlich auch noch nie. Deswegen habe ich mir auch welche bestellt. Da bin ich sehr gespannt. Dann gibt es aktuell, also wirklich nur noch bis heute, wenn ihr dieses Video seht. Also wenn ihr das Video seht, ist ja der 13. März. Deswegen bis heute gibt es aktuell gratis Versand. Also falls ihr heute noch was bestellen wollt, dann solltet ihr das machen, weil wie gesagt, dann könnt ihr die Versandkosten sparen. Und bis Ende März, also bis zum 31. März, gibt es ab einer Bestellung von 30 Euro ein Riegel gratis dazu. Und zwar der Almond Sea Salt Riegel. Ich glaube, der müsste bei meiner Bestellung auch dabei sein, weil ich auch über 30 Euro bestellt habe. Ich muss mal gleich gucken. Also wir werden das ja jetzt gleich sehen, wenn ich dieses Paket hier öffne. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und natürlich werden wir gleich noch einen Taste-Test machen von dem Bunny, von dem Osterhasen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das mal auf. Tada, da haben wir jetzt alles drin. Hier haben wir auch den Gratisriegel, den habe ich euch ja eben schon vorgestellt. Und dann müssten das hier, genau, hier sind dann schon mal zwei von diesen Bunnies drin. Da haben wir cremige Bio-Schokolade, kein Industriezucker, vegan und bio. Und tatsächlich kann man hier auch schon mal so ein paar Infos bekommen. Also,
Ja, klingt alles ziemlich gut. Hasen mögen kein Plastik oder Alu. Finde ich cool. Hier haben wir noch weitere Bunnies, damit ich schöne, viele Osterhasen zu Ostern dann verschenken kann. Oh, ich finde, das sieht richtig satisfying aus, weil das hier so schön akkurat und ordentlich ist. Ich liebe sowas, ja. Aber ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Taste-Test. Und ich weiß jetzt auch wieder, was das hier nochmal für eine Box war. Da habe ich mir so eine Mischbox bestellt von Riegeln. Und da habe ich auch ein paar drinne. Zum einen haben wir hier Roasted Hazelnut. Das habe ich auch noch nie gehabt, diesen Riegel, also die Geschmacksrichtung. Aber bin ich sehr gespannt. Ich würde die gerade am liebsten alle testen. Davon sind zwei Stück drinne. Dann habe ich hier zweimal drin auch wieder Almond Sea Salt. Bin ich auch, wie gesagt, sehr gespannt. Dann, oh, hier gibt es einen mit Coconut. Coconut Cinnamon. Klingt auch richtig crazy, oder? Ich mag eigentlich Kokosnuss nicht so gerne vom Geschmack her, aber ich bin sehr gespannt. Und ich muss sagen, ich finde den optisch wirklich sehr, sehr schön. Ich mag dieses Blau total. Und der letzte, und darauf bin ich auch mit am meisten gespannt, das ist Cashew Vanilla. Vanille mag ich total gerne. Cashewkerne sind mit meine Liebsten. Darf man Nüsse sagen? Ich glaube schon, oder? Deswegen bin ich sehr gespannt. Und tatsächlich bei den Riegeln hier ist das richtig cool, weil die haben eine kompostierbare Verpackung. Also die sind komplett kompostierbar. Das ist kein Plastik oder Papier, aber das könnt ihr auch alles auf der Homepage nachlesen. Also wirklich bei der New Company auf der Seite kann man sehr viel nachlesen. Die sind sehr transparent, was das alles angeht. Also falls euch da nochmal was Genaueres interessiert, auch zum Thema, wie viele Bäume gepflanzt werden pro Kauf, dann schaut da gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, jetzt widmen wir uns aber tatsächlich mal den Osterhasen, weil da bin ich wirklich mega gespannt, wie die schmecken werden. Ich muss jetzt hier gerade nochmal meine Riegel einsortieren. Also dann packen wir den guten Osterhasen hier mal aus dem Karton. Und dann haben wir hier eine kompostierbare Folie. Der sieht richtig niedlich aus. Okay, ich versuche das mal hier aufzureißen. Gucken, ob ich stark genug bin. Jawohl. Fitti hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Richtig cute hier mit den Pfötchen und mit der Nase. Finde ich sehr, sehr sweet. Und ich würde sagen, auch wenn mir das eigentlich total widerstrebt, ich mag sowas gar nicht, da einfach so reinzubeißen. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich den sonst testen soll. Deswegen, ja, muss ich jetzt, obwohl nicht mal Ostern ist, die Osterhasen. Das Osterhasen. Nee, die Hasen? Die Ohren. Wow, was hatte ich denn hier gerade für einen Sprachfehler? Ich wollte sagen, die Osterhasen vom Osterhasen abbeißen. Ich meine natürlich die Ohren. Deswegen, ich beiß jetzt hier mal die Ohren ab vom Osterhasen. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr lecker. Also es ist nicht so eine dunkle Schokolade, also schon recht dunkel im Vergleich, aber jetzt nicht so eine Zartbitterschokolade oder so. Ich muss leider noch das andere Ohr abbeißen. Sieht jetzt leider ein bisschen traurig aus, aber Leute, die Schokolade schmeckt so lecker. Also ich könnte den gerade echt aufessen. Aber bevor ich jetzt wirklich gleich den ganzen Hasen verschlinge, beiße ich nochmal hier in diesen Almond Sea Salt Riegel rein. Wie oft habe ich diesen Begriff, diese Wörter jetzt schon benutzt? Man weiß es nicht. Aber probieren wir den auch noch. Ah, zu groß. Ja. Also wenn ihr auf die Kombi steht, zwischen süß und salzig. Gerade so Schoki und salzig ist ja auch so ein Ding, dass man das gerne kombiniert. Mega. Boah, finde ich richtig lecker. Ich merke so richtig so ein bisschen das Salzige und im nächsten Moment die Schokolade. Ich esse das kleine Stück jetzt auch einfach noch. Könnt ihr sehen, dass da auch so richtige große Mandelsplitter drin sind? Richtig nice. Also absolute Empfehlung, sowohl für den jetzt etwas traurig aussehenden Hasen, als auch für diesen Riegel hier. Finde ich sehr, sehr lecker. Und ich bin gespannt, wie die anderen Sorten noch schmecken, die ich hier noch drin habe, die ich noch nicht kenne. Aber wirklich richtig gut. Und zu guter Letzt natürlich das Wichtigste, das darf ich natürlich auch nicht vergessen. Und zwar gibt es einen Code von mir, den könnt ihr benutzen und dann könnt ihr 10% auf eure Bestellung sparen. Ich blende euch den mal hier ein. Aber ich schreibe ihn euch natürlich auch nochmal in die Infobox. Da verlinke ich auch den Online-Shop von The New Company. Dann könnt ihr euch da mal ein bisschen durchklicken, ein bisschen das näher anschauen, wofür die Firma steht, was die alles machen, wofür die sich auch organisieren.
Und natürlich könnt ihr dann ein paar leckere Osterbunnies shoppen. Und wie gesagt, heute, wenn ihr dieses Video seht, am Sonntag, den 13. März, dann könnt ihr auch noch Versandkosten sparen. Also lohnt es sich auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ihr von den Riegeln, aber natürlich insbesondere jetzt vor Ostern, dann auch von den Osterhasen genauso begeistert seid, wie ich es bin. So, Friends, wir befinden uns jetzt mal wieder an meinem Schreibtisch, aber ich werde noch nicht lernen. Übrigens kriege ich auch sehr häufig die Frage gestellt, wann ich mit dem Lernen wieder anfangen werde. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss mir noch ein bisschen Zeit lassen. Ich muss aber sagen, dass ich immer mal so dran denke und irgendwie auch Lust habe, mir mal sowas durchzulesen. Aber dann denke ich mir immer so, nein, du gönnst dir jetzt noch richtig Pause und Abschalten. Deswegen, ja, habe ich noch keine richtige Antwort, wann ich mit dem Lernen anfangen werde. Aber ich wollte euch jetzt noch was zeigen und das wollte ich euch auch noch so als Tipp geben. Aber wahrscheinlich werde ich darauf noch mal in einem Video gesondert drauf eingehen. Und zwar habe ich mir in den letzten Wochen vor dem Examen so eine Nach-dem-Examens-Liste angelegt. Also ich habe sie Post-Examens-To-Do-Liste genannt. Ich habe die hier in meinem Lebensinselplaner drinne und da habe ich mir quasi so To-Dos oder coole Sachen aufgeschrieben, wo ich wusste, wenn ich mir die immer mal wieder anschaue, dann freue ich mich da drauf und quasi freue mich dann einfach auf die Zeit nach dem Examen. Und das hat mir vor dem Examen quasi so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es ja dann auch wieder eine schöne Zeit geben wird. Und da habe ich eben einige Dinge draufgeschrieben und jetzt aktuell auf dieser Liste, ich habe die dann tatsächlich später nochmal am PC erweitert mit ja auch ein paar unschönen Sachen. Aber hier habe ich jetzt bisher nur zwei Sachen abhaken können und zwar einmal Kleiderschrank ausmisten. Ich glaube, das hatte ich euch am Anfang vom Vlog schon erzählt. Das habe ich gemacht, als ich dann die Sachen für die Ukraine gespendet habe. Aber ich habe auch einen weiteren Punkt hier erledigen können. Ich hoffe, man sieht das. Und zwar Armbänder machen. Und vielleicht fragen sich manche, die mir auf Instagram nicht folgen, was das jetzt genau bedeutet. Und zwar hole ich das mal hier näher, habe ich mir hier so ein Set bestellt, beziehungsweise sind tatsächlich zwei Sets und ich verlinke euch die auch gerne mal unten in der Infobox, genauso wie diesen Lebensinselplaner. Hat super funktioniert. Falls ihr gerade auf der Suche seid nach einem Planer, dann könnt ihr da gerne meinen Rabattcode benutzen. Aber kommen wir zurück zu den Armbändern. Und zwar habe ich mir da zwei Sets geholt, auch die, wie gesagt, verlinke ich euch. Und ich hatte so Bock darauf, das zu machen. Ich habe das kurz vorm Examen gesehen bei Carly Cassie. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber es ist eine YouTuberin und die macht sehr viel so DIY-Zeug und ich liebe ihre Videos. Ich liebe diese DIY-Sachen, weil die meistens auch super einfach sind und gerade so ihre Last-Minute-Geschenkideen mache ich so häufig nach. Also ich bin total der Fan davon und sie hatte auch solche Armbänder gemacht. Und als ich das Video bei ihr gesehen habe, war ich so, okay, du brauchst das. Aber das kam halt ein paar Wochen oder ich glaube eineinhalb Monate oder so vor meinem Examen online. Und ich war so, das setzt du dir auf deine Liste. Das machst du nach dem Examen. Damit belohnst du dich richtig. Und ja, ich habe jetzt hier so ein Set mit solchen knalligeren Farben. Und generell, das sind so relativ kleine Perlen. Aber dann habe ich hier nochmal so ein Set. Ich glaube, ich drehe das lieber auch wieder so rum. Und die sind nicht so knallig. Sieht jetzt in der Kamera relativ knallig aus. Aber die sind eher pastellig. Und die haben auch wie so ein Perlmutt-Glanz obendrauf. Heißt das so? Ich glaube schon. Und die sind noch kleiner, aber richtig, richtig cool. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, bei dem anderen Set war dann hier das hier noch dabei. Ich drehe jetzt am besten auch mal um. Da haben wir hier so ganz viele Buchstaben, da kann man so richtig coole Buchstabenarmbänder machen, aber auch so andere Sachen wie so Smileys und Herzchen und ja, also ein Kram halt. Dann gibt es auch noch so ein paar goldene und silberne. Hier sind ein paar Früchte, dann gibt es hier auch noch solche so Anhänger. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Und hier gibt es auch noch extra Verschlüsse, aber da habe ich mich tatsächlich noch nicht dran getraut, wenn der Fokus mal mitmachen möchte. Und dann waren da auch so zwei Rollen dabei mit solchen elastischen Gummibändern. Einmal in der Größe 0,8 und dann noch 0,5. Und ich habe mir da jetzt schon drei Stück gemacht. Meiner Mama auch schon zwei. Und zwar habe ich für mich, das war auch mein erstes, was ich gemacht habe, dieses hier gemacht. Das habe ich
ja, relativ kurz nach dem Examen gemacht, wo ich mir so dachte, ich brauche jetzt einfach ein paar positive Vibes und dieses Armband gibt mir so gute Laune. Da habe ich einfach so ein paar Smileys dran und das habe ich jetzt hier immer an meiner rechten Hand, an meinem rechten Arm zu meinem silbernen Armband. Und auf meinem rechten Arm haben wir hier einmal mein Tiffany-Armbändchen und dann habe ich hier so ein Timo-Armband, also T für Timo, mein Boyfriend. Da habe ich hier so eine Perlenreihe gemacht, genau. Das habe ich einmal gemacht. Und dann habe ich mir natürlich auch ein Sasselarmbändchen gemacht. Irgendwie ist mir dieser Name jetzt mittlerweile echt so ein bisschen ans Herz gewachsen. Esther hat sich den ja quasi ausgedacht. Also das, sie hat ja quasi diesen Spitznamen von mir ins Leben gerufen. Aber der verbindet mich halt auch irgendwie so ein bisschen mit YouTube und generell Social Media. Und ja, auch so ein bisschen mit euch, meiner Community. Weil viele ja einfach diesen Spitznamen auch übernommen haben und mich ja auch so nennen. Und deswegen, ja, hat es irgendwie einen großen Wert für mich und deswegen habe ich mir gedacht, brauche ich auch auf jeden Fall ein Sasselarmband. Jetzt allerdings werde ich mich nicht um die Armbändchen kümmern oder jetzt auch keine neuen machen. Ich habe nämlich jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen ja, werde ich jetzt hier auch mal meine Liste zur Seite legen. Ich wollte es euch aber, wie gesagt, einfach mal mitteilen. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Und jetzt haben wir nämlich tatsächlich schon 5:30. Die Zeit rennt und ich habe zum Glück in meinem Zimmer soweit klar Schiff gemacht, dass alles in Ordnung ist. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, nicht mehr so viel Zeit, weil um 7:30, also um 19:30 Uhr, gehe ich mit der lieben Laura von Instagram Not Your Typical Law Student live auf Instagram. Und da beantworten wir nochmal ein paar Examensfragen. Und die Examensfragen habe ich alle auf meinem Handy notiert. Ich wollte sie mir jetzt aber nochmal auf ein Blatt Papier notieren oder vielleicht sogar auf dem iPad. Dann brauche ich kein Papier verschwenden. Ich werde mich jetzt an einem veganen Mousse au Chocolat versuchen. Ich habe das letztens mit einer Arbeitskollegin gemacht, hat super funktioniert und ich möchte das jetzt nochmal machen, weil das tatsächlich nicht so ungesund ist, in Anführungszeichen. Also es hat nämlich nur drei Zutaten, und zwar einmal Aquafaba, das ist diese Flüssigkeit, die bei den Kichererbsen dabei ist, dann Sahnesteif, und ich habe auch schon Rezepte im Internet gelesen, wo man andere Sachen benutzt, also wenn man Sahnesteif nicht benutzen möchte, dann kann man auf andere Alternativen zurückgreifen, und dann Zart-Bitterschokolade, also die ist ja eigentlich immer vegan, aber auch da muss man ja mittlerweile immer mal genauer hinschauen. Und genau, das sind die drei Zutaten, die man dafür braucht, und ich werde das jetzt mal probieren. Hallo! Oh Leute, ich fühle mich echt wie die schlechteste Vloggerin auf ganz YouTube. Und wir sitzen gerade schon wieder auf meinem Zimmerboden, weil hier irgendwie das Licht gut ist. Ich liebe es total, wie die Sonne hier so reinscheint. Aber ja, ich glaube, ich habe mich das letzte Mal gemeldet, als ich das vegane Mousse au Chocolat gemacht habe. Das war am Mittwoch. Danach hatte ich ja dann mit Laura den Livestream und tatsächlich muss ich dann am Donnerstag spontan arbeiten. Und ich habe mich Mittwochabend dann noch mit Timo getroffen. Das ist irgendwie auch gerade so ein bisschen so ein Standardsatz von mir, aber wir haben uns echt so die letzten Wochen vor dem Examen nicht so viel gesehen und irgendwie holen wir das jetzt auch so ein bisschen nach. Und das passt halt zeitlich einfach super, weil ich momentan ja eigentlich kaum eingespannt bin. Und ja, dann haben wir uns am Mittwoch noch getroffen, haben dann den Donnerstagvormittag noch zusammen verbracht, so ein bisschen. Und irgendwie habe ich dann auch so rumgedrödelt und wollte auch nicht irgendwie was machen, also nicht aufräumen und so. Und ja, dann war ich Donnerstag halt spontan noch arbeiten. Und dann war gestern Freitag und dann habe ich mir so fest vorgenommen, okay, gehst du am Freitag wieder all in und vloggst mit und Freitag wird ein richtig produktiver Tag, gehst morgen schön ins Fitti und danach machst du hier mal richtig klar Schiff in deinem Zimmer und sortierst mal aus und machst eigentlich alles, was du dir für die Woche vorgenommen hast. Ja,
Das hat dann am Ende nicht so gut funktioniert. Also ich war Freitag im Fitti und ich hatte dann halt noch so einen Termin sozusagen im Fitti, also so ein Gespräch wegen Ernährungsberatung, dass ich da einfach auch so ein paar Tipps habe. Und dann war ich relativ spät erst zu Hause, so um 11:30 und dann habe ich erst nochmal was gegessen und war dann duschen und so weiter. Und dann hatte ich voll verpeilt, dass meine Brüder halt kommen wollten und die waren dann, also die sind dann auch gekommen, weil wir hatten ja unseren Eltern zu Weihnachten 2020 eine neue Duschkabine geschenkt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder vielleicht noch wisst. Ich hatte das auch in einem Vlog erzählt. Und die hatten wir vor ein paar Monaten oder vor so einem halben Jahr ungefähr, hatten wir die dann endlich eingebaut. Und jetzt haben wir noch so eine neue Duschanlage, Duschkopfbrausen. Dings da, Halterung, Zeug gekauft und das wollten wir gestern dann einbauen und haben wir dann auch gemacht und jetzt sieht sie super schön aus und wieder so richtig, ja, sag ich mal, neu in dem Sinne, weil wir wohnen ja jetzt schon seit fast 24 oder es sind schon 24 Jahre, glaube ich, die wir in diesem Haus wohnen. Und ich kann euch mal ein Foto einblenden, aber ich finde es richtig schön und meine Eltern oder unsere Eltern sind auch sehr happy. Genau, das hat aber dann doch gestern relativ viel Zeit in Anspruch genommen und dann haben wir noch zusammengesessen und dann quasi so Nachmittagsessen gemacht. Also wir haben so richtig Handwerker-like dann danach alle so ein schönes Brötchen gegessen. Und ja, irgendwie, ich genieße das halt momentan, sodass ich so gar keinen Stress habe und nicht auf die Uhr gucken muss und ja halt auch nicht dann zu meiner Fam sagen muss, so Leute, ich muss jetzt aber wieder hoch lernen. Und ja, dann habe ich es gestern auch einfach nicht mehr geschafft zu vloggen und abends war ich dann schon wieder bei Timo und da haben wir dann unsere Serie weitergeschaut, waren noch ein bisschen spazieren, weil aktuell ist ja so gutes Wetter, also ist ja wirklich atemberaubend, macht so gute Laune. Und dann habe ich halt bei Timo geschlafen und als er dann heute Morgen, also naja, heute Mittag um 10:30 auf die Arbeit gefahren ist, weil er heute Spätdienst hat, bin ich dann heimgefahren. Und ja, dann war ich erst noch mal fast eine Stunde mit meiner Mom und den Hunden spazieren, weil, wie gesagt, es ist einfach super tolles Wetter. Und dann hatte ich um 11:30 ein Zoom-Meeting bezüglich einer möglichen Kooperation, also wenigstens etwas Produktives gemacht, wenigstens etwas gearbeitet, wenn man das so sagen kann. Aber ja, das war auch ein echt cooles Meeting, aber ich habe nicht gedacht, dass es so lang gehen würde. Aber es hat sich halt einfach so entwickelt, weil wir uns ganz gut so verstanden haben einfach. Und ja, haben wir einfach so ein bisschen auch gequatscht. Und das Meeting ging dann fast, ja, es ging ungefähr eine Stunde, 15 Minuten so um den Dreh. Und ja, das hat dann irgendwie meinen Zeitplan quasi so ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich wollte heute halt dann eigentlich das machen, was ich gestern nicht gemacht habe, also aufräumen und so. Und es hat jetzt auch ganz gut geklappt. Also wir haben, ich gucke gerade nochmal auf die Uhr, wir haben jetzt 4 Uhr und ich habe jetzt die Zeit danach halt genutzt, um hier mal ein bisschen aufzuräumen und ein bisschen Ordnung zu machen. Habe mal meine Sportsachen nochmal zum Lüften rausgetan, also meine Sportschuhe und meine Handschuhe. Ich habe so Trainingshandschuhe, weil irgendwie tun mir meine Hände immer weh, wenn ich an den Geräten war. Und ja, habe dann mal meine Wäsche hier zusammensortiert. Das ist mein toller Wäschesack. Die werde ich dann gleich noch runterbringen. Und die Mupfel ist auch am Start. Die hat mir natürlich tatkräftig geholfen, nicht. Und ja, habe einfach ja, so ein bisschen klar Schiff gemacht. Habe gesaugt, ein bisschen Staub gewischt. Aber vielleicht könnt ihr es sehen, da ist noch so ein bisschen Chaos. Also mein Schreibtisch ist leider noch nicht so ordentlich. Da stehen auch noch hier in der... Oh Gott. Da steht noch mein Ringlicht. Das ist alles noch so das Zeug vom Insta-Live. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin momentan so null organisiert und das passt eigentlich halt nicht zu mir, weil ich bin schon ein großer Gammler. Also ich kann bestimmt 3-4 Tage am Stück nur im Bett rumgammeln und einfach Serien und Filme schauen und fooden und mich nicht bewegen und so. Aber allgemein mag ich es trotzdem, so eine Tagesstruktur zu haben und die habe ich momentan nicht und ist halt so mega ungewohnt, weil ich eigentlich 1,5 Jahre lang schon einen relativ, sage ich mal, guten Zeitplan hatte, also natürlich auch nicht jeden Tag, aber die meiste Zeit waren meine Tage ja schon sehr durchgeplant, strukturiert und ich habe halt super viel gelernt und so weiter und jetzt kann ich einfach so ein bisschen in den Tag hineinleben und ja, ich weiß nicht, irgendwie die Zeit einfach so total genießen und das ist halt immer noch so ein bisschen ungewohnt. Also hier und da verspüre ich halt einfach so den Drang, dass ich denke, boah, du musst jetzt aber noch produktiv sein, du musst mal sowas leisten, du kannst nicht einfach nur irgendwie nichts gemacht haben
Und das stimmt ja auch nicht so ganz. Ich meine, ich habe jetzt auch die Woche dreimal gearbeitet und das nimmt natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch und nebenbei immer mal so E-Mails beantwortet oder so. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich wirklich gar nichts mache, ne? Aber trotzdem merke ich manchmal so, dass ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen bekomme, dass ich halt jetzt nicht lerne oder dass ich irgendwie das Gefühl habe, so du solltest aber produktiv sein und Sachen erledigen und am Schreibtisch sitzen und so. Und ja, ich kriege es noch nicht so ganz hin. Also es gibt Tage, die sind ganz gut, dann gibt es mal Tage, die sind nicht so gut. Aber irgendwie genieße ich es halt trotzdem, dass ich momentan so vieles eigentlich ohne schlechtes Gewissen machen kann. Und ich merke aber tatsächlich auch so ein bisschen, dass ich Bock habe aufs Lernen. Also auch so ein bisschen so mich mit juristischen Themen zu befassen. Was ich aktuell mache, ist, dass ich beim Sport Podcast höre. Einfach, um da ja immer so ein bisschen auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Aber irgendwie, mein Leben ist gerade so ein bisschen ohne Plan und ohne Struktur und ohne Organisation so richtig. Und das ist ja einfach ungewohnt für mich. Aber es ist auch irgendwie toll. Keine Ahnung, kann es nicht so richtig beschreiben. Und ich hoffe, dass dieser Vlog trotzdem nicht zu langweilig für euch war, weil ich möchte es halt irgendwie so realistisch wie möglich zeigen und euch trotzdem jetzt aber auch nicht total langweilen, ne? Weil wenn ich jetzt den ganzen Tag im Bett liegen würde oder so, dann brauche ich halt auch nicht mitvloggen. Und wie gesagt, ich habe jetzt Montag, Dienstag, Donnerstag gearbeitet, da habe ich halt an den Tagen meistens davor nicht großartig was gemacht und dann wird es sich halt auch nicht lohnen, da irgendwie großartig mitzuvloggen. Aber ich wollte euch trotzdem halt so ein bisschen meinen Alltag zeigen und ja, hoffe, dass es euch trotzdem so ein bisschen interessiert, das zu sehen, was ich so mache, wie ich mich so fühle, wie es mir so geht, was so mein Leben angeht. Und ich denke mal, die nächsten Vlogs werden dann auch schon wieder so ein bisschen mit Mehrwert sein, wenn man das so sagen kann. Ich möchte mich ja jetzt dann auch mal beschäftigen, wie es mit dem Schwerpunkt aussieht und so weiter. Aber ja, das ist soweit der Stand der Dinge. Ich habe, wie gesagt, jetzt heute ein bisschen wenigstens aufgeräumt. Jetzt mache ich gleich die Wäsche noch fertig und dann werde ich hoffentlich das Chaos an meinem Schreibtisch noch ein bisschen beseitigen. Und dann bin ich auch heute Abend verabredet mit meinen Brüdern. Wir feiern so ein bisschen, dass das Examen jetzt vorbei ist. Bisschen spät, aber egal. Ja, und meine Brüder haben halt jetzt beide einen neuen Job angefangen. Die haben den Arbeitgeber gewechselt, beide. Und irgendwie ist es halt gerade so, wir haben alle drei irgendwie so ein kleines bisschen so einen Lebensabschnitt erreicht, verändert, I don't know, wie ich sagen soll. Und deswegen feiern wir das heute zusammen und gehen heute Abend zusammen essen und dann noch Bowlen spielen. Bowling spielen? Bowlen. Wir gehen bowlen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und da freue ich mich richtig drauf. Das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Und ja, ich liebe es einfach und freue mich total, dann mit meinen Brüdern ein bisschen Zeit zu verbringen, ein bisschen Quatsch zu machen und ja, einfach die Geschwisterzeit zu genießen. Und deswegen würde ich sagen, laber ich jetzt auch nicht mehr weiter. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu langweilig für euch war, dass ich jetzt einfach mich noch mal kurz hier hingesetzt habe und euch ein bisschen zugequatscht habe. Aber ja, ihr könnt mir nach wie vor gerne Videowünsche schreiben, kommentieren oder auch auf Instagram mir einfach schreiben, falls ihr Bock habt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich denke mal, dass ich als nächstes das Examens-Q&A machen werde, also das nach dem Examens-Q&A machen würde. Aber da werde ich euch auf jeden Fall auf Instagram nochmal auf dem Laufenden halten. Das wäre es dann soweit mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, gebt mir sehr gerne Feedback. Ich bin ein bisschen unsicher, ob das Video nicht vielleicht mega langweilig war und ob euch das Ganze einfach nicht so interessiert. Aber deswegen, ja, wie gesagt, Feedback gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Tag, wann auch immer du dieses Video siehst. Bleib gesund, pass auf dich auf und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!